mir fällt gerade keiner ein. Eigentlich sind alle meine Lieblingsspieler. Ich tippe auch mit bei denen, bei der Kindertipprunde. Wenn Papa Sportschau guckt, dann gucke ich ab und zu mit. Das Bambini-Orakel. Deutschland gegen Frankreich. Na, meinst du denn, die Deutschen sind fit? Manchmal sind sie nicht gut drauf, manchmal sind sie gut drauf. Aha, und wie sind die Franzosen drauf? Die auch gut. Auch gut? Ja. Und was müssen wir machen, um die zu schlagen? Tore schießen und gut spielen und gut passen. Ach so, kennst du denn einen von den Franzosen? Ich kenne nur einen, der spielt in Paris. Ich weiß nicht, ob der auch in Frankreich spielt, den Neymar, kenne ich. Der ist Brasilianer. Ach so, wusste ich nicht. Gut, dass der nicht dabei ist, oder? Weil wenn Deutschland gewinnt, dann freue ich mich. Ja, dann freuen wir uns doch alle. Aber wie geht's denn jetzt aus gegen Frankreich? Meinst du das Ergebnis? Ja, klar. Deutschland hat 2, Frankreich hat 0. Also das Spiel wird 2-1 für Deutschland ausgehen. Ich glaube, dass Deutschland mit 1-2 verliert. Und wer gewinnt? Was meinst du denn? Ich glaube, Deutschland. Deutschland gewinnt? Mhm. Wie hoch denn? 20. 20? 20 zu was denn? 0. 20-0 gewinnt Deutschland? Mhm. So, so. Und wer sorgt für die Tore? Du meinst, wer Tore schießt? Ja, genau. Müller schießt ein Tor und unwahrscheinlich, aber ich glaube, Kimmich. Joshua Kimmich. Oder Sané. Kennst du den Sané? Mhm. Ist aber auch ein Angeber. Wieso denn das? Weil er immer sagt, ich bin der Beste und alles. Und wer holt den Pokal am Ende? Ich glaube, dass Deutschland Europameister wird. Bravo, so machen wir es.